das Ding 1:1 abgeformt. Zum Thema LED-Leuchten auf dem Dach. Da kannst du machen, was du willst, ne? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zum Thema Nissan Navara. Wir sind mittlerweile in der Woche Number 3. Der Modellbau ist abgeschlossen und zwar Verbreiterungen sind schon mittlerweile zum Formbau gegangen. Da habe ich so ein bisschen den Zeitpunkt verpasst, weil wir sehr viel zu tun hatten diese Woche. Deswegen konnte ich das nicht aufnehmen. Ja, da habe ich so ein bisschen verpasst. Die Jungs waren voreilig oder zu voreilig, sagt man das. Was noch nicht fertig ist, haben wir noch hier auf dem Tisch liegen. Und zwar, die Heckstange ist nicht fertig, beziehungsweise die Heckstangen-Ecken. Die Leuchten, die auf dem Dach kommen, sind nicht fertig und der Grill, da sind wir noch ein bisschen am Tüfteln, ja? Weil da müssen wir ein paar Änderungen vornehmen, weil das technisch nicht machbar ist, wie wir das vorhatten. Ja? Deswegen müssen wir manchmal kleine Änderungen vornehmen, damit wir das gut aus der Form und so weiter rausholen können. So, Heckstuhlstange oder Heckstuhlstangen-Ecken, kannst du vielleicht dahin gehen? Und da sehe ich besser aus. Nein, Spaß. So, was haben wir gemacht? Wie machen wir zum Beispiel Modellbau, wenn wir nichts haben? Wir können aus dem Nichts, wenn wir per Hand modellieren, nicht so ein Teil aus dem Nichts bauen. Beziehungsweise können wir schon, ist aber aufwendig und schwer. Deswegen haben wir das Ding quasi kopiert, 1:1 abgeformt. Ja. Sieht so aus. Ja. Aus diesem Teil, ja, fangen wir an. Wieder mit dem Schaum. Also hier mit dem Schaum hier wieder drauf zu kleben. Aufbau, ja, den ganzen Aufbau, wie auch in den anderen Videos schon gezeigt habe. Und dann entsteht sowas. Ja, also die Beifahrerseite ist schon soweit als Modellbau fertig. Ja, nur die Feinheiten, das wird gefüllert, geschliffen, gefüllert, geschliffen. Ganz lange, bis das alles hier quasi Tico-Taco glatt ist. Glatt. Also hier kommt ein Gitter mit einer ABS-Platte dahinter. Ja, haben wir bei der X-Klasse von uns so gebaut. Ja. Und dass das quasi geschlossen ist, weil es macht keinen Sinn, hier irgendwas aufzuhaben. Ja. Das ist einfach nur mehr optisch, dass das Auto so ein bisschen anders aussieht als technisch. Ja. Also im Prinzip die Dinger braucht kein Mensch. Sehen aber gut aus, ne, am Auto. So sieht's aus. Deswegen baut man das so. Guck mal, wir haben schon im Prinzip, warum haben wir das Ding kopiert? Ja, weil hier haben wir, guck mal, die ganzen Löcher, Ecken, Kanten und so weiter, hier auch. Dann können wir diese Ecken, ne, wirklich mit Originalbefestigungspunkten, klack, 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 fertig. Ja, das ist unser Ziel. Also mein Ziel ist hier diese Leute, meine Mitarbeiter so zu erziehen, dass man da wirklich drauf achtet, auf so Kleinigkeiten, wirklich auch hier zum Beispiel. Guck mal, obwohl das nur ein kleines Modell ist, damit wir sowas draus bauen, guck mal hier die kleinen Ecken, ja, alles ist perfekt schon ausgeschnitten, ja, dass ein Kunde, wenn er diese PDC-Halter hat oder PDC-Sensor hat, einfach klick macht, fertig, ja, das ist sehr wichtig. Wichtig ist, dass ein Loch ist, dass ein Viereck ist, ja, es gibt viele Hersteller, wo wir auch schon produziert haben, die sagen, okay, ich mache ein Loch, ein bisschen vorbohren, fertig. Ja. Kann der Kunde sich größer, kleiner machen, wie auch immer. Nein, wenn wir schon wissen, dass hier eckige Halter sind, hier ein runder Halter ist, dann machen wir das. Wenn hier 6 mm ist und hier 8 mm oder hier ist 8 mm, hier 6 mm, dann machen wir das. Ja. Wir versuchen so viel wie möglich hier schon an Vorarbeit zu leisten, damit der Kunde wirklich sehr wenig an zu Hause zu tun hat, ja. Außer den standardmäßigen Einbau. Also quasi nochmal, hier mit so einem Schaumstoff haben wir den Rahmen gebaut und so weiter, verspachtelt. Hier natürlich mit dem Zirkel wieder die ganze Geschichte. Die ganzen Ecken und Kanten werden noch alles schon abgerundet. Wir haben glaube ich noch Heck. Hier. Jo. So wird das ungefähr aussehen. Ist ein bisschen natürlich doof mit dem Schwarz, dass wir das so abgesetzt haben. Ja. Aber so ungefähr wird das aussehen. Sieht schön aus, finde ich. Sehr schön. Zum Thema LED-Leuchten auf dem Dach. Ja, da habe ich so ein bisschen hier schon die Leuchten reingetan. So. Kann man sehen? Mhm. Ja. So. Hier werden für die Leuchten werden noch so schöne Halter gebaut.
wir verkleben das, machen wir zu und so weiter, dass der Kunde damit nichts zu tun hat, außer anschließen. Ja? Und die Dinger kommen da. Guck mal da, kannst du ganz nah zeigen? Ja. Das wird ein UFO. Das wird cool. Eine Seite ist schon fertig, die andere noch nicht. Ja, da sind wir noch dran. Also was wir noch bauen müssen, ich glaube so bis Mitte nächste Woche ist die zweite Stoßstange fertig. Das hier, ne? Die zweite Stoßstange fertig, die zweite Leuchte und der Grill. Ja, an der Grill war so ein bisschen Fummelkram, weil der Kunde, der bei uns den Auftrag gegeben hat, ja, hat sich gewünscht, dass das Nissan-Zeichen da wieder so reinpasst, wie es vorher war. Natürlich auch hier Ecke, 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 dass der Kunde wirklich nicht viel Action-Arbeit hat. Das machen wir hier so. Ne? Und fertig. Zack. Das ist Prototyp, ist ein bisschen dicker und so weiter, deswegen hält er nicht. Ja? Aber in dem Produkt, klack, hält. So sieht aus. Was fehlt noch hier? Wir haben so kleine Einlässe, beziehungsweise so, ja, in dem Streben so kleine Löcher gemacht. Hier sind 4 Stück. Ich glaube, das machen wir nicht. Wir machen 2. Ja? Weil hier ist ein Knick. Ja? Hier ist ein Knick bis hier. Dann machen wir hier 1 und 2. Ich würde sagen, das wird besser. Was wir noch geändert haben an dem Grill, ist hier, diese Partie. Ja, hier. Warum? Weil hier ist, wenn wir das genau so bauen würden, wie es hier aussieht auf dem Bild, dann müssten wir, oder müsste der Kunde, jeder Kunde die Stoßstange hier ausschneiden. Ja? Weil die verläuft hier ein bisschen anders. Ja? Kann man sehen? Mhm. Der Unterschied? Nein? Guck mal, hier ist wie diese Wand hier, guck mal, das hier, ja, zum Scheinwerfer, hier siehst du, diese große Kante, mhm, ist gar nicht hier auf dem Bild. Und das ist ja eigentlich ein 3D-Bild, ja, von Nissan Navara. Deswegen müssen wir sehr aufpassen, weil auch die 3D-Dateien, die man kaufen kann im Internet, das haben wir jetzt gekauft, ja, also das Basisbild haben wir gekauft, das ist nicht so hundertprozentig, wie es sein soll. Auch Dach, ja, das Dach ist hier gerade wie ein Brett. Oh, du hast mich angefasst. Ja, klar. Ist gerade und hier ist das Dach rund. Ja, so rund und so rund. Also, das ist wirklich, quasi muss man sich vorstellen, der ist so rund, da hinten, ja, so. Und, ja, von vorne gesehen, auch so. Ja, hier sieht aus wie ein Brett. Deswegen sehen die Leuchten minimal anders aus als die da. Ja, was auch nicht schlimm ist. Aber so kleine Änderungen müssen wir dann vornehmen, während wir modellieren. Was noch? Leuchten, das. Also, nächste Woche Dienstag, Mittwoch werden wir fertig sein mit dem Auto. Dann geht es alles zum Formenbau, also die restlichen Teile zum Formenbau. Auto wird abfoliert und in eine schöne Farbe foliert von uns. Ja, welche? Sage ich nicht. Das sagen wir im nächsten Video. Also, der Haubenabblas, weißt du was, wir gehen gleich darüber und ich zeige euch, wie die schon so ein bisschen mit dem Modellbau angefangen haben. Nein, ich zeige euch. Nicht mit dem Modellbau, sondern mit dem Formbau. Ja, haben sie schon angefangen und das zeige ich euch ein bisschen, ja? Komm. So, also, hier haben wir angefangen für den Motorhaubenlufteinlass, ja, die Form zu bauen. Wir machen solche Ränder, haben wir aus solchen Platten, die wir uns selber anfertigen. Die sind schön glatt, guck mal hier. Kann man sehen? Mhm. Ja, die sind schön glatt und die kannst du biegen und wenden, wie du die brauchst. Guck mal. Das ist GFK. Also, man kann auch GFK sehr, sehr dünn bauen, das ist wirklich leicht und guck mal, das ist, da kannst du machen, was du willst, ne? Wenn man natürlich die richtigen GFK Sorten kauft, ne? Es gibt GFK Harze, da kostet so ein Kilo so um die 2,50 €, wir kaufen für 6,50 €, nein, 6,30 €, glaube ich, ich habe gelogen, 6,30 €, und das ist der Unterschied zwischen der Qualität nachher, ne? Also, guck mal hier, so könnten wir im Prinzip Teile auch bauen, ja, die stabil am Auto sind. Aber wenn die einmal eingebaut sind, oder so, dann kannst du die nicht mehr reindrücken. Weißt du, was ich meine? Dann sind die stabil. So, wollte ich schon mal gesagt haben, nebenbei. GFK ist nicht direkt schlecht. So, Formbau. Also die Ränder haben wir gemacht. Wofür bauen wir die Ränder? Das ist eine sehr gute Frage. Bevor ihr mir die schreibt, beantworte ich die. Zeigen wir euch in dem Fall hier zum Beispiel. Also,
nachdem wir die Ränder gemacht haben, ja, da hinten habt ihr gesehen von der Haube, da waren die Jungs schon voreilig, ich wollte das machen. Das ist ein Formbau-Gilcourt. Ja. Genau. Ja. Und unsere Ränder. Hier zum Beispiel ist eine Kennzeichenplatte. Und da haben wir schon, wie ihr seht, wir brauchen nur das Teil. Okay. Man soll sich auch Handschuhe anziehen. Auf jeden Fall, das wollte ich jetzt zeigen, aber geht nicht. Auf jeden Fall brauchen wir nur das Teil, ja, aber machen die Ränder. Warum? Zeige ich euch da. Hier wird ein Lamborghini Urus Haubenaufsatz produziert in GFK. Ja, es gibt die preislich bei uns natürlich auch in GFK, sehr gute Qualität, oder in Carbon. Das ist je nach Kunde, wie der Kunde es haben will, so produzieren wir es. Und der Rand hier, ne, drumherum, ist dafür da, dass wir die quasi die Matten immer so hinlegen. Das passt ja nicht an. So hinlegen, ja, damit wir zum Beispiel gleich packen können, mit Zange packen und dann tschack, kommt das ganze Ding raus aus der Form. Sonst, wenn wir das nur bis zum Rand machen würden, die Jungs können die Matten nicht so hinlegen, dass sie perfekt am Rand abschließen. Deswegen machen die ein bisschen mehr Material und dann schneiden wir das am Ende per Hand nochmal ab. Dann legen wir das in die Form wieder und kontrollieren, ob da wirklich die Ränder 110% sind. Ja, 110%. Wollte ich mal gesagt haben. So sieht's aus. Also, nicht nur das, sondern das, das, das. Ich denke mal, für den kompletten Navara mit Formbau brauchen wir noch 10 Tage. Ja, mit Produktion, mit allem drum und dran, dass wir das erste Kit haben. Und ja, ich sag mal, so 2 Wochen ist das Auto fertig. Insgesamt. Ja, ja, weil der Lackierer braucht auch ein bisschen Zeit. So, das war's. Nächstes Video machen wir, wie wir den Navara abfolieren und neu folieren. Der David weiß noch nicht, welche Farbe sein Auto bekommt. Er hat zu mir gesagt, Belzec, ich überlasse dir mein Auto. Mach, was du willst. Ich vertraue dir. Du machst schon aus einem kleinen Nissan einen Monster-Nissan. Ja? Das werde ich machen. Und bevor er das sieht, das ist wirklich kein Spaß, ich schicke ihm nichts per WhatsApp, bevor er irgendwas sieht, machen wir das erstmal bei YouTube rein. Wir haben eine Vereinbarung, dass er die Videos oder die Veränderungen am Auto, wie ihr auch, erst im Video sieht. Nicht vorher. Ich bin selber gespannt, wie der wird. Wenn ihr auch so gespannt seid wie ich, ja, folgt mir, aktiviert die Glocke, abonniert mich, schreibt einen Kommentar. Ich freue mich wirklich und ja. Vielen Dank für alles, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, ciao.